Jackie. Schön, dich in einem Stück zu sehen. Ja, auch schön, dich in einem Stück zu sehen, Jimmy. Vinny sagt, du hast Informationen für mich. Die Sache im Restaurant. Ich habe gerade von Emilio Campese gehört, dass jemand unser Lagerhaus am Hafen in Brand gesteckt hat. Und Freddy sagt, dass zwei unserer Jungs vor Ginos Feinkost heute Nacht erschossen worden sind. Jemand plant eine Übernahme. Wer auch immer das getan hat, er ist tot. Hörst du, Jimmy? Das ist der Jackie Estacado, den ich kenne. Vinny sagte mir, du hättest dein Mojo heute Nacht zurückbekommen. Wurde auch langsam Zeit. Erzähl endlich, was du weißt. Einer der Kellner hat einen der Typen erkannt, die heute Nacht im Restaurant waren. Einen Kerl namens Swifty. Swifty? Hab schon von dem Scheißer gehört. Leitet eine Pokerrunde in einem Billardsalon auf der 73. Bin ihm noch nie begegnet, aber jetzt bin ich eindeutig dazu bereit. Vinny trommelt ein paar der Jungs zusammen. Lass uns wissen, wenn du bereit bist. Verlasse das Anwesen mit Vinny. So, wir sollen uns jetzt also Swifty vorknöpfen, wer auch immer das ist. Bin ich ja mal gespannt. Jackie, sag Bescheid, wenn's losgehen kann. So, kann ja eigentlich jetzt schon mal losgehen. Hey Jackie, sollen wir diesen Arschloch Swifty einen Besuch machen? Oh ja, da freue ich mich schon drauf. Schlagen wir ein paar Köpfe ein. Richtig so, Boss. Auf geht's. Na dann mal ab in den Aufzug hier und dann ab zu Swifty. Gut, dann mal los. Gehen wir an die Arbeit. Willst du was Witziges hören? Als Kind hatte ich eine scheiß Angst vor der Dunkelheit. Ich hatte das Gefühl, da draußen wäre etwas. In den Schatten. Das wartet. Tante Sarah sagte immer, ich sei clever. Sie sagte zu mir, Jackie, entweder kontrollierst du deine Ängste oder sie kontrollieren dich. Und ich wollte sie kontrollieren, glaub mir. Ich hab's versucht. Aber jede Nacht lag ich da. Unter der Decke und versuchte mich zu überzeugen, dass das, was da draußen war, nicht existierte. Zum Glück ist der Scheiß vorbei, ha? Huh? Okay, rede mit Jimmy. Na, Eddie? Hey, Jackie ist hier. Hey Jackie, kannst du mir mal helfen? Na, alles klar. Der Arzt sagt, ich soll nichts Schweres heben. Alter. So. Hey Jackie, bist du bereit für deine Show? Oh ja, das bin ich. Schubst mich einfach in die richtige Richtung, Jimmy. Swifty war in dem Restaurant, bevor alles passiert ist. Er führt eine exklusive Pokerrunde in einem Billardsalon um die Ecke. Mir nach. Das ist Swifties Nachbarschaft, Jackie. Wir haben hier nicht viele Freunde. Und diese Kerle da drin bei Swifty, die sind auch nicht gerade freundlich. Gut, meine Stimmung ist nämlich besonders unfreundlich. Sag Vinny, die Jungs sollen alle Ausgänge abregeln. Keiner verschwindet hier lebendig, bevor ich ein paar Antworten habe. So ist gut, Jackie. Jackie, da bist du ja. Oh, hey, hi, Jackie. Na, alles klar, Schuhe. Leute? Sind das Melodies? So, findet Swifty in der Billardhalle. Arschkriecher. Dass aber auch niemand unsere gigantischen Arme und unseren kleinen Begleiter hier, bemerkt. 388 Essenz verfügbar. Damit können wir wahrscheinlich nichts kaufen, so wie ich das sehe. Nee, können wir nicht. Komm, den nehmen wir mit. Oder? Das geht gar nicht. Oh. Coole Sache. Oh ja, ganz genau. Okay, du lausiger Penner. Hör auf zu reden und zeig dir, wie du drauf hast. Huch. Wieso haben wir eigentlich keine Waffen mehr? Oh ja. Huch. Alter. Ein scheiß Billardkö. Na? Ah, hi. So, den haben wir erwischt. Schnappen wir uns hier noch die ganzen... Alter! Wie viele denn noch? So, der hat gesessen. Will noch wer? Noch wer? Lampen machen wir mal kaputt. Oh, was haben wir denn hier? Die Schwester des Lichts.
Relikt plus 300. Sehr cool. Und hier haben wir eine Defender. So. Okay, ich glaube, wir nehmen lieber erstmal die Pistole. Wir bräuchten noch eine zweite Pistole, das wäre ganz cool. Und hier steckt der Billardkö im Billardtisch. Ah, okay. Da haben wir auch schon unsere zweite Waffe. Und wir nehmen mal die Kasse mit. Oh, schade. Ich glaube, wir müssen da jetzt hoch. Und Geld brauchen wir definitiv nicht jetzt in dem Game. So. Also irgendwie finde ich die Uzi ganz ehrlich nicht so geil. Ich bleibe lieber bei den Pistolen. So. Und irgendwo Licht? Ne. Dann gehen wir mal hoch. Ah, das also ist Swifty. Komm, wir nehmen uns mal hier direkt live von denen. Die Lampe ballern wir weg. Das hier aber auch keiner. Ah doch, da hat einer Munition. Da hat noch einer Munition. Oh, na super, das hat sich da jetzt wirklich gebracht. Ah, Munition. Und komm, wir nehmen mal noch eine Uzi, nehmen wir jetzt noch mit. So, was haben wir jetzt hier? Gar nichts, so wie es aussieht. Nehmen wir mal den Hocker hier mit. Irgendwas zum Werfen brauchen wir ja. Oh Mann, Schrottplatz. Da ist eine Lampe. Okay, 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 okay. Bam, 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 bam. Na, komm schon. So. Und der hier will auch noch. Also diese Autotüren, die halten ja unglaublich was aus. Das ist ja wirklich richtig heftig. So, hier können wir wieder Herzen einsammeln, eine ganze Menge. So. Zwei Waffen Mikro-Uzi brauchen wir nicht. Munition ist aber sowieso nicht schlecht. Herz verzehren. Noch mehr Muni. Ah, okay. Ah, Moment, Moment, bevor ich jetzt zu diesem Talentschrein gehe. Der finstere Mann. 1341 Essenz verfügbar. Ich glaube, da können wir uns jetzt ordentlich was kaufen. Bringt mehr Gesundheit beim Fressen von Herzen. 1000, Alter. Schleudereien fallen in die Luft, schmettern dann auf den Boden, um mit dieser Explosion Feinde in der Nähe zu betäuben. Greife den Finsterling und wirf ihn auf Gegner. Er krallt sich fest und reißt ihn mit Freunden in Stücke. Das klingt gut. Drücke G und kanalisiere die Finsternis für ein paar Sekunden in deinen Waffen. Du richtest dann ohne Munitionsverbrauch gewaltigen Schaden an. Drücke F und aktiviere einen dunklen Schwarm, der deine Feinde für ein paar Sekunden betäubt. Und hier haben wir größeres Magazin, schnelleres Nachladen. Pumpaktion, okay. Streuung des Schusses verringert. Schnelleres Nachladen, Laden bei allen Waffen. Komm, ich glaube, wir nehmen mal hier. Bringt mehr Gesundheit beim Fressen von Herzen, oder? Ich muss hier gerade echt mal gucken. Ich will auch mal nach den Fortsätzen hier oben gucken, was wir vielleicht noch gebrauchen könnten. Was haben wir denn hier? Gegner, die... Ne, das brauchen wir, glaube ich, nicht so. Jackie kann durch Wände hindurch sehen und schießen, während die Waffenkanalisierung aktiv ist. Das klingt krass. Erhöht den Schaden, den der Schwarm bei Feinden anrichtet. Ja komm, komm, wir nehmen jetzt mal hier ein bisschen mehr Life beim Fressen von Herzen. Schaden kann es bestimmt nicht. So, und dann geht's jetzt mal auf hier. Na, wo seid ihr, Freunde? Na? So, Volltreffer. Weiter geht's.
Oh, ich glaube, ich habe den Finzeling gerade gekillt. Aber der kommt ja bestimmt gleich wieder. Oh, ich sehe schon. Yay! Aber der Typ hat überlebt. So. Was? Ja, so sieht's aus. So, Herz verzehren. Ah, von dem Typen da oben. Wer noch? Du noch, ne? So. So, das Licht hauen wir weg. Dann können wir hier auch die Herzen fressen. Pistole. Mikro-Uzi. Und hier haben sie es hier richtig schön gemütlich gemacht. So, hier haben wir noch Licht. Ich sehe es schon. Da hinten auch. Gut. Dann weg mit der Tür hier und dann... Ja, wo bleiben die nächsten Gegner, ne? Ja, ich schieße alle Lichter aus, keine Sorge. 519, dafür können wir uns noch nichts kaufen. So, Munition nehmen wir mal mit. 121 Schuss für die Uzi, das sieht gut aus. Wer zum Teufel hat dich engagiert, Swifty? Du siehst nicht schlau genug für so eine Aktion aus. Leck mich, du warst schwach, ich habe es ausgenutzt. Und jetzt bringe ich es zu Ende. Alter! Wir müssen jetzt gegen Bagger kämpfen. Mal sehen, wie du damit zurechtkommst. Oh, scheiße. Wir brauchen mehr als nur Kugeln, um das Ding zu erledigen. Scheiße, erwischt er uns hier in der Ecke? Wuhu, und wieder uns erwischt. Oh, das macht ihm sogar Schaden, eine Autotür. Ich habe ein paar Probleme. Jetzt hier in die Ecke. Ich habe ein paar Propantanks gefunden. Wow. Dich, Estacado. So leicht kriegst du mich nicht. Echt nicht? Oh, tatsächlich nicht. Wow. Geschäft. Wow. Da bist du ja, Äffchen. Au, du beschissenes Arschloch. Kann ich nur zurückgeben, das Kompliment. Wow. Alter, wieso hat er uns erwischt? Halte dich vor. Scheiße! Hey, Estacado, fang! Alter! Ist das krank? Na, komm! Alter! Fahr zur Hölle! Basti! Woo! So, das war gut! Ja! Gib her! So leicht ist es auch gar nicht, wie es aussieht! Alter! Was? Ja, komm, bitte, sei tot. Nein! Scheiße. Huch, voll Leben. Leb wohl, du Bastard! Wuhu! So, jetzt hol ich mir. Mehr dazu in den Nachrichten. Okay, der Typ ist weg. Mir egal, ich hol mir jetzt erstmal hier wieder volle Muni.
Puh. Oh, ganz ehrlich, Freunde, das war krass. Ah, wir haben jetzt aber ordentlich Muni hier eingesackt. Das ist richtig geil. So, und hier fressen wir noch schön die Herzen von all denen, die hier nicht überlebt haben. Also von allen. So. Und jetzt hier hoch, glaube ich, oder? Ja. So, Swifty, wo bist du denn jetzt, mein Freund? Den Kran haben wir ganz schön platt gemacht. Aber da ist der... Wie viel Propantanks hat er jetzt ausgehalten? 5? Ich glaube, ein normaler Kran wäre nach einem weg. Aber gut. So. Hier haben wir Muni. Okay, mehr als 135 geht nicht. Black Betty! Woohoo!